Willkommen hier aus München-Augsburg. Willkommen aus Augsburg Hauptbahnhof aus dem Fahrplan Jahr 1991. Wir befinden uns in einem Szenario von meinem guten Freund Tom Fresco. Hier mit der 103. Link zum Szenario ist in der Videobeschreibung. Wir sind nämlich unterwegs auf dem Intercity Burggraf. Na, der Intercity Burggraf, Intercity 721, der in Realität von Köln, von Koblenz nach München gefahren ist. Und den fahren wir heute. Alles weitere dazu gleich. Erstmal rüsten wir einmal kurz auf. Wir müssen nämlich um 11:02 Uhr abfahren, haben also nur noch eine Minute Zeit. Bremsschlüssel auf an. Bremsen lösen wir. Die ziehen wir an. PZB und LZB an. Instrumenten- und Fahrplanbeleuchtung hätte ich gerne. Okay, dann einmal Lokführerpultbeleuchtung, Haupt- und Instrumentenbeleuchtung. Spitzensignale sind an. Einmal, ja, den Beleuchtungsnimmer können wir mal runterdrehen. So, da vorne fährt auch schon der N-Wagenzug aus. Ja, vollbepackter Bahnhof. Wir machen mal schon mal die Türen zu. Hier vorne haben wir eine orientrote 103, die 103 198-8 mit Interregio-Wagen hinten dran. Hier, das sind wir übrigens, hier mit der TEE 103 und den IC 79 Wagen. Einmal hier in diesem rot-beige und die zweite Klasse Wagen sind in diesem blau-beige. Man kann es jetzt schlecht erkennen, weil wir hier im Schatten sind. Ja, ansonsten hier der Bahnhof vollgestellt mit Rollmaterial, wie man es kennt von den Szenarien von Tom. So, dann sind wir eigentlich soweit abfahrbereit. Türen sind zu. Dann würde ich sagen, Attacke. Ne? Sind auch schon eine halbe Minute zu spät. Einmal hier die Helligkeit erhöhen. Hallihallo. Bremsen sind gelöst, ja. So. Wir können ausfahren mit 50, mit 60. Und wir befreien uns direkt auch. Genau, das hier ist unser Zug. Baureihe 103 vorne dran. Und die IC 79 Wagen, einmal hier in Blau und einmal in Rot. Ich habe das Szenario in der Videobeschreibung verlinkt. Die Repaints allerdings nicht, weil es einfach sehr viele sind, die benötigt werden. Da müsst ihr einmal die Szenarienbeschreibung ganz ausführlich lesen und dann euch im Creators Club die ganzen Repaints zusammensuchen. Ja, zum Szenario selbst. Wir sind, wie gesagt, wie eingangs erwähnt, im Jahre Fahrplanjahr 1991 unterwegs und fahren den Intercity Burggraf. Und der ist halt in Realität damals von Koblenz nach München gefahren und insgesamt gibt es drei Szenarien. Das ist ein dreiteiliges Szenario. Der erste Teil spielt auf der linken Rheinstrecke, wo man in Koblenz startet und bis nach München fährt, bis nach Mainz fährt. Der zweite Teil des Szenarios spielt auf der Main-Spessart-Bahn und der dritte Teil hier auf München-Augsburg. Wir sind also im Grunde genommen unterwegs auf dem letzten Teil. Hier auch wirklich ein schöner, schöner Zug. Gut, was da passiert, das weiß ich nicht. Sehr schön. So, wir sind in der LZB.
haben wir die LZB-Aufnahme praktisch überhört. So, sind jetzt auch in der höchsten Fahrstufe drin und gehen jetzt mal hoch auf die erlaubten 150. Vmax sind heute 200 km/h. Die sollten wir auch erreichen zwischendurch. Also müssten wir eigentlich. Ich kann auch hier die Führerstandsbeleuchtung wieder ausschalten, brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir werden auf jeden Fall gleich die Trafo-Umschaltung auch noch benutzen, um ein wenig auf Geschwindigkeit zu kommen. Ja, wie gesagt, das Szenario ist dreiteilig. Und insgesamt ist man also 2 bis 3 Stunden unterwegs in diesem Intercity. Aber wir spielen jetzt im Grunde genommen den letzten Teil. Einfach weil wir jetzt in letzter Zeit ein paar Mal auf der Main-Spessart-Bahn und auf der linken Rheinstrecke unterwegs waren. Daher habe ich das jetzt mal ausgelassen, aber das wird auf jeden Fall irgendwann anders auch noch nachgeholt. Ab hier sind es 150. Ja, eine AFB haben wir nicht. Die 103 hatte mal eine AFB, aber es gab mal einen schlimmen Eisenbahnunfall. Entsprechend wurde die AFB wieder rausgebaut von der 103. So, jetzt sind 200 freigegeben. Das Problem ist, wir sehen das im HUD sehr schlecht, weil diese Nadel komischerweise grau ist und nicht rot. Eigentlich müsste die rot sein. Wie hier. Hier sind die Nadeln gelb zumindest. Ja, rot müsste eigentlich die Nadel sein. Aber das ist sie leider nicht. So, wir nutzen die Trafo-Umschaltung, um mal jetzt auf die 200 hochzukommen. Dürfen die natürlich nicht zu lange benutzen, weil ansonsten ganz schnell eine Überhitzung stattfinden kann. Das war die Touristik 103. Da waren die Wagen auch mit dabei, die haben nur erstmal nicht geladen in der Führerstandskamera. So, ich weiß nicht, was hier vor uns aufblitzt. Das sind irgendwelche Spiegelungen. Nur ich weiß nicht genau, was spiegelt. Ich weiß nicht, ob wir die Spiegelung wegbekommen, wenn wir die Bewölkung ein wenig vielleicht erhöhen. Nee, scheint immer noch da zu sein. Was haben wir da? Eine 110 und Autotransportwagen, eine 628. Hier Citybahn. Sehr schön. Und was haben wir als Lok hier vorne dran? Die Baureihe 155 in Orientrot mit diesem wunderschönen Latz vorne dran. Herrlich, herrlich, der KI-Verkehr. So, wir nehmen mal die Trafo-Umschaltung wieder raus. Da kommt eine 155 wieder entgegen. Sehr, sehr schön. Na, so ganz an die 200 kommen wir nicht ran. Das Szenario ist ein bisschen, ja, was so KI-Verkehr angeht, schon ordentlich belastend. Ihr seht es auch, es ruckelt ab und an mal ein bisschen.
dann fängt sich das Ganze aber auch wieder. Es hat irgendwie so eine TSW-Krankheit, dass manchmal auch einfach ein bisschen unnötig rumgeruckelt wird, während da rechts wieder eine Regionalbahn oder eine S-Bahn entlang gefahren ist. Ja, wie gesagt, wir befinden uns im Fahrplan Jahr 1991 mit KI-Verkehr, der recht, ja, eigentlich recht passend ist, würde ich behaupten. Natürlich ist die Strecke modern, ne? Gar keine Frage, da können wir nichts dran ändern. Aber wir können eben so tun, als seien wir im Jahr 1991 unterwegs. Ich nehme mal ein bisschen die Fahrstufen raus, ja, wobei wir fahren eh bergauf. Da kann ich hier auch eigentlich drin lassen. Ja, die IC79-Wagen gibt es halt auch im Creators Club, so wie alle Repaints, die ich hier heute zeige. Sind jetzt nicht die. Ist jetzt nicht das beste Repaint auf der Welt. Also man kann da nicht so viele Details leider erwarten. Sagen wir mal, ist es sehr FPS-freundlich gestaltet, das Repaint. Ist, glaube ich, erstellt von dem User TrainGeek. Waren schon lange nicht mehr auf München-Augsburg unterwegs, ne? Also eigentlich schon eine schöne Strecke. Eine kleine Parallelfahrt. Sehr schön, sehr, sehr schön. So muss das. Wir haben grün, er hat grün. Da sind wir doch alle glücklich. Wir sehen auf jeden Fall die Baureihe 103. Wir sind ja jetzt schon viele Szenarien mit der gefahren. Die ist wirklich echt gut und vielseitig einsetzbar auf den ganzen Strecken. Macht sich einfach herrlich auf jeder Strecke. Passt eigentlich überall hin. Und es gibt wirklich echt gute Szenarien für die 103. Im Creators Club. Ich habe ja schon die einen oder anderen vorgestellt und das ist nur ein Bruchteil der Szenarien, die es da wirklich gibt. Also von daher, was so die Einsetzbarkeit angeht, man muss sich nicht selbst Szenarien zusammenbauen. Man kann auch wirklich auf den Creators Club vertrauen. Da sind die einen oder anderen, die UserInnen, die sind schon echt gut unterwegs. Moin! Ja, speaking of 103, da war sie auch schon. Ist uns entgegengekommen. Oh, wir sind ein bisschen zu schnell. Nehmen wir mal die Leistung raus. Aber gucken, dass wir die 200 halten. Wir sollen nämlich in München-Pasing ankommen um... Ich gucke nochmal in die Szenariobeschreibung um... Oh, da rechts ist nochmal ein Güterzug. Um 11.21 Uhr haben also noch, ja, gute 7 Minuten Zeit für 26 Kilometer. Ja, vielleicht lasse ich doch die höchste Fahrstufe aufgeschaltet. Ja, schon ein schöner Zug, oder? Hier sehen wir es auch. München-Pasing, München-Hauptbahnhof. Boah. Kleiner Lag. Ja, und das meinte ich mit den Wagen. Die sind jetzt nicht gerade detailliert. Hier fehlen halt jegliche Wagenanschriften. Leider. Was haben wir hier? Sehr schön, Citybahn. Oh, einmal durch die Fahrgäste durch. Schnell wieder zurück. Zu unserem formschönen Zug.
Oh, 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 oh. Eieiei. Ne, nicht die direkte Bremse. Das war falsch. Die dynamische Bremse. Gefahren leuchten mal das schon an. Sonst kriegen wir gleich eine Zwangsbetriebsbremsung. So. Wieso ist denn eine Gefahrenleuchte mal eigentlich an? Okay, einfach weil wir zu schnell sind, ne? Ja. Ja, jetzt da wieder aus. Okay. So, jetzt können wir wieder Leistung aufschalten. Das erscheint mir aber ein bisschen sportlich zu sein, ehrlich gesagt, dass wir um 11.21 Uhr ankommen sollen. Ich glaube, gemeint ist eher 31. Vielleicht wurde sich einfach in der Szenariobeschreibung verschrieben. Ich glaube nämlich nicht, dass wir es schaffen, innerhalb von 20 Minuten von Augsburg nach München zu fahren, oder? Naja, safe nicht. 110 mit Citybahn. Sehr schön. Und nochmal in die Gegenrichtung. So, jetzt wieder in Leistung rein. Wir werden zu langsam. Mal hier über dieses Überwerfungsbauwerk. Und jetzt geht's wieder runter. Jetzt werden wir auch wieder schneller. Also nehme ich mal die Leistung wieder raus. Ja, das passt, glaube ich. LZB sagt nach wie vor, dass wir ja, erstmal freie Fahrt zu erwarten haben, und zwar mit 200 km/h. So, einmal Leistung wieder raus. Und da sehe ich schon die nächsten Züge. Meine Güte, ist hier was los? Holla die Waldfee. Also da muss man echt sagen, Hut ab. So. Das ist die Ankündigung auf 160 km/h in 6 Kilometern. Aber gut, 6 Kilometer ist ja noch, das ist ja noch was. Ja, noch ein ganzes Stück. Also für dieses Szenario braucht man ein bisschen Performance, ne? Wegen des ganzen KI-Verkehrs. Ob das eine PS4 schafft, weiß ich nicht. Ich meine, mein PC struggelt ja schon so ein bisschen. So, also 160 km/h haben wir in 3 Kilometern zu erwarten. Jetzt läuft nämlich hier dieser Balken runter. Ich nehme schon mal ein bisschen die Leistung raus. Okay, Gefahrenleuchten mal das an. Solange er nicht blinkt, ist alles okay. So, LZB Ende bestätigt. So, bisschen reingebremst. Ja, ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin mit der dynamischen Bremse. Und jetzt können wir die eigentlich schon auslösen. Jawohl.
So, ab hier sind wir wieder PZB geführt. Ja, also eigentlich hätten wir laut Plan in einer Minute da sein sollen. Wir sind eine halbe Minute zu spät losgefahren, haben aber sonst nicht wirklich getrödelt. Von daher weiß ich nicht, ob das machbar ist. Ich glaube nicht. Also irgendwo war dann wohl ein kleiner Fehler in der Szenarienbeschreibung, dass man nicht um 11.21 Uhr ankommen kann, sondern vielleicht um 11.31 Uhr. So, 5 Kilometer noch, 5,5 Kilometer. Ein bisschen Leistung rein, damit wir die 160 auf jeden Fall halten. Ich glaube, das war jetzt auch das erste Mal, dass wir 200 km/h mit der 103 gefahren sind, ne? Haben wir vorher auch bisher nicht gemacht. So, und mal ein bisschen Leistung aufschalten, damit wir die 160 halten. Da kommt ein Intercity entgegen. Auch mit diesem wunderbaren IC79-Wagen. So, ich nehme mal langsam die Leistung raus. Also irgendwie sagt uns jeder, das hat, dass wir den Wachsam-Taster betätigen müssen. Ich wüsste nicht warum. Hä? Habe ich jetzt nicht verstanden. Was haben wir denn übersehen? Naja, ne? Keine Fahrt ohne Zwangse. So. So, Bremse müsste sich jetzt mal langsam hier lösen. Genau. Bringt das was eigentlich? Nö. Naja, ne? Wäre ja irgendwie nicht, wäre unwitzig ohne Zwangse. Sehr schöner Zugverband. So. Dann sind wir jetzt in München-Pasing. Ja, wobei. Ja. Also 21 echt schwer, aber vielleicht doch irgendwie machbar, weiß ich nicht. So, da vorne ist auch schon der Bahnsteig von Pasing. Und da halten wir jetzt an. Und eigentlich hätten wir in München Hauptbahnhof dann übrigens um 11.31 Uhr laut
Szenariobeschreibung da sein müssen. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. Ich wage es zu bezweifeln, aber wer weiß. Ich muss sagen, ich finde so ein bisschen die Instrumentenbeleuchtung sehr schwach da rechts an der Seite. Aber es liegt halt daran, dass es halt eben, wie gesagt, ein TSV-3-Fahrzeug auf einer TSV-2-Strecke ist mit der TSV-2-Beleuchtung. Entsprechend. Ach, wir haben keine hohe Abbremsungskraft, habe ich ganz vergessen. Deshalb müssen wir ein bisschen stärker rein. Genau. Okay, turn off. Ne, wie gesagt, TSV-2-Fahrzeuge auf TSV-3-Strecken. Entsprechend haben wir hier auch keine Lichter, die wir sehen können. Trotzdem ist halt die Strecke beleuchtet. Das gleiche wird auch hier bei dieser 628 zu sehen sein. Ja, wobei, die Rücklichter kann man auf jeden Fall sehen. Das ist ja schon mal was. Gucken, ob es bei den Frontlichtern auch so ist. Okay, die sind rot. Warum auch immer. Hat er ein Ziel? Nee, nicht so wirklich. Dreifachtraktion, ne? Schön. Steht hier ein Ziel? Nee. München-Hackerbrücke. Ja gut, der fährt nach Hackerbrücke. Oder wie die Profis sagen, die Hackerbrücke. Okay, dann Türen zu auf der linken Seite. So, Bremsen lösen sich. Und wir schalten Leistung auf und fahren zu unserem letzten Halt, München Hauptbahnhof. So, laut HUD dürfen wir 130 fahren. PZB ist auch nicht im restriktiven Modus, also können wir direkt beschleunigen. Machen wir das auch dann. Wir wollen nicht zu viel Zeit verschwenden. Interessant, dass der Intercity eigentlich damals in Koblenz angefangen hat. Der hätte ja auch in Köln einfach anfangen können. Ne? Also irgendwie? Weiß ich nicht. Intercity Burggraf, den wir gerade gefahren sind, gab es auch in echt. Kann man sich, ja, Fahrplan kann man sich noch im Internet bis heute angucken. Fährt, glaube ich, so nicht mehr, die Intercity-Linie. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Ich glaube nicht. Aber, ja. Ich weiß gar nicht, ob es Intercities gibt, die in Koblenz starten. Ja, wobei, vorstellen könnte ich es mir schon. Die 90 gelten nicht für uns. Der Richtungspfeil hat nämlich nach rechts gezeigt. So, und hoch auf die 130. So, Leistung raus, beziehungsweise ein bisschen runterdrehen. Da ist eine S-Bahn. Ja, ich mag dieses Repaint echt, also dieses, sehr schön. Hier dieses blau-graue, ich weiß gar nicht, was das für ein Farbschema ist, ehrlich gesagt. Aber ich finde es sehr, sehr cool. Ich glaube, wenn wir die Baureihe 420 hätten, dann wäre die vermutlich zu sehen gewesen im KI-Verkehr hier.
und nicht die N-Wagen. Da haben wir noch mehr Mindlinge. Und dann sind wir in 3 Kilometern in München. Ich glaube, das Gebäude ist eigentlich so ein DHL-Gebäude. Man kann es vielleicht ein bisschen anhand der Farbe erahnen. Oh, ich glaube, das gibt eine Zwangsbremsung. Ah, ich glaube, das wird nichts und der TSW ist mir gerade abgeschmiert. Ja. Guck mal, keine Zwangsbremsung wenigstens. Okay, ich weiß nicht, warum der TSW mir abgeschmiert ist. Scheint wohl ein Unreal Crash zu sein. Das ist ja ärgerlich. Vielleicht war es doch ein bisschen zu viel KI-Verkehr. Ich weiß jetzt nicht, woran das lag. Gut, ihr seht jetzt gerade nichts, ne? Es ist schwarz bei euch auf dem Bildschirm, weil der TSW bei mir abgeschmiert ist. Ich bedanke mich trotzdem bis hierhin für diese sehr, sehr, sehr tolle Fahrt. Mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Und ja, die letzten 2 Kilometer, das können wir uns jetzt eigentlich auch sparen. Ne? Wir tun jetzt mal so, als würde das Video in Nagerbrücke eigentlich enden, in Pasing. Gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.